Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Albip Bestwin. Ja, wir stehen hier vor dieser gewaltigen Stadt, die Emmetzelch ja errichtet hat oder was auch immer. Sprechen wir mit Alice. Wie soll man denn etwas in der Stadt finden, die gar nicht wirklich existiert? Aber irgendwo muss man ja anfangen. Wie wäre es, wenn wir auf den großen Turm da im Südosten steigen und uns einen Überblick verschaffen? Von der Kante des Grabens aus kommen wir vielleicht drauf. Ah, und da ist ja auch meine Windätherquelle, die letzte. Schön am Weg platziert. So. Betreten wir die Stadt. Das Ganze wirkt irgendwie surreal für dieses Spiel. Was es ja auch sein soll. Schauen wir mal, ob sich dieses riesige Tor für uns öffnet. Das Tor ist riesig. Man bekommt einen Eindruck, wie die kleinen Pixies sich in unserer Gegenwart fühlen müssen. Er hat Bestwin erkannt. Willkommen im Regierungsviertel von Amaron. Der Aufzug kann jederzeit betreten werden. Das Gebäude hat dich erkannt. Wie kann das sein? Vergiss nicht, dass Albip auf Einladung von Emmetzelch hier ist. Wir waren nicht Gegenstand seiner Einladung, aber dich erwartet er. Und offensichtlich hat er es ernst gemeint. Wohin führt der Aufzug? Der Aufzug steuert jedes Stockwerk des Akora-Turms an. Doch aufgrund der aktuellen Einstellung werden alle Passagiere direkt zum Erdgeschoss gebracht. Also, was bleibt uns anders übrig, als es auszuprobieren? Spielen wir das Spiel mit? Mit Betonung auf wir. Ich habe nicht vor, dich da allein reingehen zu lassen. Ich habe Götter und Dämonen erschlagen, da werde ich doch keine Angst vor einem Aufzug haben. Selbstverständlich, der Aufzug wird in Kürze erscheinen. Nächster Halt, Erdgeschoss. Hier befindet sich das Büro des Administrators, das Büro des Architekten und das Kapitol. Von hier sieht man erst, wie groß die Gebäude wirklich sind. Schwindelerregend. Was sagte die Stimme im Aufzug? Die Stadt heißt Amaron? Seht mal da.
ist jemand, aber der ist ja riesig. Uns hat er nicht bemerkt, wie es scheint. Riese oder nicht, er kann uns eine Menge über diese Stadt erzählen. Ich werde mit ihm sprechen. Alfino, du kannst doch nicht einfach... Oh Mann. Entschuldigt die Störung, aber dürfte ich euch wohl mit ein paar Fragen belästigen? Okay, jetzt vielleicht ein paar Sachen. Rote Schrift auf schwarzem Hintergrund. Die kennen wir ja eigentlich schon seit Anfang des Spiels. Das war immer, wenn die Ashians in ihrer eigenen Sprache gesprochen haben. Und ich habe am Anfang meinem Let's Play das eben irgendwie so eine dämonische Stimme gegeben. Da wusste ich das natürlich noch nicht, aber jetzt hören wir zum ersten Mal, wie sich diese Sprache wirklich anhört. Eher so komische Töne. Wir werden das jetzt im Let's Play noch öfter hören und ich werde trotzdem, nachdem die Ashians in ihrer Sprache gesprochen haben, werde ich trotzdem noch vorlesen, was in den Texten steht. Ach, was für niedliche Knaben und Mädchen ihr doch seid. Macht ihr einen Schulausflug ins Regierungsviertel? Seid brav und achtsam, denn es gibt hier viel zu lernen. Seltsam, ich habe diese Sprache noch nie gehört, aber ich habe jedes Wort verstanden. Ja, und er versteht uns auch. Das hier ist also das Regierungsviertel? Ja, habt ihr euch vielleicht verlaufen, ihr armen Dinger? Ihr seid im Polyleritae-Distrikt, in dem sich alle wichtigen Behörden befinden. Kannst du uns sagen, wo wir Emmet Selch finden? Ah, ich verstehe. Ihr seid hier, um den Konvent der 14 zu besuchen. Hehe, warum auch nicht? Die Welt steuert auf ihre letzten Tage zu. Und es sind die 14, die alles tun, um dem Ende entgegenzuwirken. Aber ich fürchte, sie sind zu beschäftigt, um sich Zeit für euch zu nehmen, meine Kleinen. Geht schnell nach Hause, bevor sich eure Eltern noch Sorgen machen. Soll ich euch ein Stück begleiten? Nein, danke. Wir kommen schon zurecht. Gut, einen schönen Tag noch. Was bei den Göttern habe ich da gerade erlebt? Für mich sah es so aus, als wäre er aus purer magischer Energie. Vermutlich eine Schöpfung von Emmet Selch, genau wie der Rest der Stadt. Die letzten Tage, hat er gesagt. Was er uns beschrieb, klang wie die Apokalypse, von der Emmet Selch sprach, die den Planeten in seinen Grundfesten erschütterte und die zur Beschwörung von Zodiac und schließlich auch von Heidelin selbst führte.
Aber das ist doch alles vor langer Zeit passiert, oder nicht? Der Mann klang aber so, als würden die 14 hier und jetzt versuchen, die Apokalypse zu verhindern. Na klar, für diese Leute ist die Apokalypse noch nicht geschehen. Sie leben der Vergangenheit, die Vergangenheit nach. Ganz recht, Alfino. Die Stadt und ihre Bewohner sind ätherische Abbilder einer vergangenen Zeit. Emmet Selch hat die Tage vor der Apokalypse wieder aufleben lassen. Wir stehen inmitten seiner nostalgischen Vision. Ziemlich merkwürdige Angelegenheit, aber immerhin können wir mit diesen Trugbildern reden. Und sie scheinen sich an uns nicht zu stören. Im Gegenteil, der eine gerade war ja geradezu gesprächig. Wir sollten das nutzen. Ich schlage vor, wir hören uns hier ein bisschen um. Sprechen mit ihnen und vielleicht finden wir sogar heraus, wo sich unser Dämonenfreund aufhält. Der Konvent der 14 ist unsere erste Spur. Und wer weiß, vielleicht sollten wir sie auch über die Apokalypse ausquetschen. Man weiß ja nie, wozu es gut sein kann. Also dann. Wir treffen uns später hier wieder. Dann erkunden wir diese riesige Stadt. Schau mal, dass wir mit den drei Amarotanern sprechen. Ja, bitte? Ah, was für ein drolliger Gast sich heute im Palast der Rede eingefunden hat. Also nun, worüber möchtest du mit mir diskutieren? Ah, der Konvent und ihr Plan, die Apokalypse abzuwenden, das beschäftigt uns natürlich alle. Sollen wir mit den Mitgliedern des Konvents beginnen? Sie sind die weisesten und einflussreichsten unter uns. Sie sind die Hüter der Ordnung und treffen alle Entscheidungen, die unseren Planeten betreffen. Jeder der 14 Sitze wird von einem ausgewählten Denker belegt. Da gibt es zum Beispiel Lahabrea, den Vorsitzenden, oder Elidibus, den Fürsprecher, Logriff, Mitron, Emmet Selch. Es ist Tradition, sie als Zeichen des Respekts mit ihren Titeln anzusprechen. Doch ein Gerücht macht die Runde, dass in Zusammenhang mit der drohenden Apokalypse einer der 14 seinen Sitz bald aufgibt. Falls das wahr sein sollte, wäre das ein wirklich außergewöhnlicher Umstand, unerhört. Aber auch ein Zeugnis des immensen Drucks, unter dem der Konvent steht. Ich allerdings glaube daran, dass sie eine Lösung finden. Ich glaube daran. Schau mal, spricht der offenherzige Amarotaner auch was Interessantes? Oh, eine junge Besucherin, wie lobenswert, dass du dich schon für den Palast der Rede interessierst. Ja, nichts Wichtiges. Okay, wir machen weiter die Runde durch die Stadt. Diese Musik zeigt mal wieder, was für ein toller Komponist Masayoshi Soken ist, der diese Stimmung der Stadt total unterstreicht.
Armes Kind, wo sind deine Eltern? Du solltest nicht alleine sein in Zeiten wie diesen. Noch betrifft es nur die Lande jenseits des Meeres, aber man sagt, dass unser Planet im Griff fürchterlicher Naturgewalten sei. Man spricht vom Ende, von unseren letzten Tagen. Es beginnt mit einer Kakophonie aus den Tiefen der Erde, so heißt es. Das Getöse verwandelt alles Lebende und entreißt die Schöpfungsmagie aus unserer Kontrolle. Damit ist alles verloren. Furcht, Schmerz und Verzweiflung werden zu handfester Materie und suchen uns als apokalyptische Plagen heim. Feuer regnet vom Himmel, Lava quillt empor und albtraumhafte Kreaturen entsteigen den Schatten in nicht enden wollenden Schwärmen. All das geschieht von selbst, ohne steuernde Kraft, die man bekämpfen könnte. Es ist, als wäre der Planet selbst erkrankt und des Lebens müde. Nicht mehr lang und das zerstörerische Getöse erreicht auch Amaroth. Geh und sei bei deinen Liebsten, mein Kind. Bleib bei ihnen, bis das Ende kommt. Bleib bei ihnen. Du befindest dich im Büro des Architekten. Hast du etwas zu erledigen? Mir scheint vielmehr, dass du dich hierher verirrt. Okay. Eine Audienz mit Emmett Selch? Ich fürchte, du bist an der falschen Adresse, mein Kind. Und dieser Tage ist dir viel zu beschäftigt, um sich mit dem Nachwuchs zu beschäftigen. Man hat dir doch bestimmt von der Apokalypse erzählt, oder? Alles, worum sich der Konvent dieser Tage kümmern kann, ist die Rettung des Planeten. Die offizielle Bekanntmachung steht noch aus, aber die 14 werden bald einen Plan verkünden, der ein wirklich gewaltiges Unterfangen. Der Planet soll seinen eigenen Willen erhalten. Um das gesamte Gestirn werden sie unser Schöpfungszauber weben und ein alles umfassendes Bewusstsein schaffen. Die Naturgewalten haben uns in ihrem Griff, doch sie werden die Gesetze der Natur neu schreiben. Es muss geschehen, bevor die Apokalypse uns erreicht, und die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Deswegen sage ich dir, mach dir keine Hoffnung auf Audienz. Feine Audienz, mach dir keine Hoffnung. Ihr seht, werde ich die Wege diesmal nicht im Zeitraffer abkürzen. Aber ich glaube, es würde die Stimmung dieser Szenen hier trüben. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Wir befinden uns in einem Abbild der Vergangenheit. Es ist eine unglaublich komplexe Nachbildung. Allerdings will sich mir noch nicht erschließen, wozu Emmett Selch dieses Abbild des alten Amaroth dienen soll. Und doch ist mir so, als hörte ich seine Worte durch die ganze Tiefe des Meeres hallen. Er will, dass wir sein Schicksal kennen. So, hier sind 3 Windäther-Quests. Die machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.
Macht's gut.